Hallo, herzlich willkommen zurück. Oh nein, ein Sandsturm tobt. Aber ich habe den blöden Hut nicht. Oh nein. Ja, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Schnell schnappen wir uns mal eben unseren schicken Hut. Und dann gucken wir mal. 80 Folgen. Leute, das ist die 80. Folge. Hallo. Echt krass. Also, gibt nicht viele Spiele, bei denen ich so lang gespielt habe. So, jetzt müssen wir mal schnell gucken, wo ist denn... Weil ich glaube, das Ding reicht nicht, ne? Ich glaube, wir brauchen diesen komischen Hut. Wo ist dieser komische Hut? Komischer Hut. Da ist er. Der Sandhut. So... Gott. Das ist doch besser, ne? So. Jetzt gucken wir mal. So, nur ein Wasser. Aber gut, das verstehe ich. Ist ja auch ein Sandsturm. So. Wir versuchen trotzdem mal so ein bisschen was wegzumachen. Wir hatten jetzt dann in der letzten Folge hatten wir ja das Ding gekriegt, ne? Das ist gut. Hatten wir das... Zwei von drei müssten wir jetzt fertig haben. Ne? Wir haben jetzt hier einmal dieses eine Ding, den Wasserfilter, und haben wir nicht noch... Genau, den Wassertank. Sehr gut. Das heißt, wir müssen dann mal gucken, dass wir heute auch dieses andere Ding mehr oder weniger, diesen Türrahmen, mal gucken, was wir dafür noch brauchen. Eisenplatten, Bronzeröhren haben wir fertig. Stahlrahmen haben wir fertig. Eisenriegel haben wir fertig. Und jetzt hier bloß noch die Eisenplatten. Yay! Das ist doch schön, aber dafür brauchen wir, glaube ich, Dinge, die wir nicht hergestellt haben. Echt jetzt? Ich befürchte und ahne Schreckliches. Wir brauchen die Eisenplatten. Und wir haben keinen Stahl. Okay, dann müssen wir mal gucken. Stahlstangen, da haben wir welche gemacht. Nee, haben wir nicht, ne? Weil uns das Eisenerz fehlt. Nein. Das ist natürlich nicht so cool, ne? Gut, also zieht sich das leider nochmal so ein bisschen. Da haben wir 6 Stahlstangen. Naja, das ist ja immerhin etwas, ne? Das ist okay. Dann können wir ja schon mal 3 machen, ne? Immerhin. Das ist ja nicht schlecht. Die Hälfte haben wir geschafft. Die Hälfte. So, wir gucken mal, ich glaube, da runter. Genau, dann ernten wir mal Süßkartoffeln und Chili. Okay, naja, immerhin. Achso, ausmachen. So, dann packen wir mal das da mit rein, sortieren alles aus und um. Genau, wir haben wieder ein Foto gefunden, das ist mir gar nicht aufgefallen, siehst du? So. Müssen wir beim Mixer mal irgendwas machen? Dünger könnte man noch machen. Mehl haben wir eine ganze Menge. Dann machen wir einfach nochmal Dünger. Sind wir auf der sicheren Seite, ne? Haben wir immer ein bisschen auf Vorrat. Ist doch okay. So. Gut. Naja, dann müssen wir jetzt tatsächlich einfach noch ein bisschen warten. Dann ist das jetzt halt einfach so, ne? Kann ja nichts. Kann ich nicht beeinflussen gerade. Gut. Das lassen wir mal. Ich würde gerne heute tatsächlich nochmal gucken. Ich würde dann mit der Jasmin unbedingt reden wollen. Muss mal gucken, wer jetzt von denen... Appetit auf den Bau, genau, aber aus der Vergangenheit. Genau, mit wem müssen wir noch reden? Mit Pen? Mit Jasmin. Okay, dann reden wir erst mit Pen. Und dann... Ich könnte mir vorstellen, dass Jasmin die beste Quelle ist, die wir haben werden. Das heißt, ich will eigentlich erstmal mit Pen reden. Das heißt, hier müsste Jasmin drinnen sein. Ich bin der Meinung, das ist die Tochter oder was, ne? Und Pen, der treibt sich immer oben bei der Kirche rum. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt da bei der Schneiderei da drinnen ist. Also das glaube ich jetzt nicht. Das heißt, wir gehen jetzt mal da hoch. Hallo Nemo. Und gucken mal. Jetzt sind wir ja immer so ein bisschen im Kreis gelatscht, oder? Nee, da. Der ist hier drinnen, okay. Schlafstätte der Kirche.
Genau, hier ist Pen. Hey, Spaghetti-Arm. Wie kann der Verteidiger Sandrox dir heute helfen? Was ist das? Machen wir jetzt Bomben oder was? Endlich fängst du an, coole Sachen zu bauen. All die lahmen Schrauben und Bretter und... Oh, ah, ich verstehe. Ja, jetzt wo du das erwähnst, glaube ich, dass ich diese Art von Bomben schon mal gesehen habe. Ja, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Der fiese Gefährte von Logan hat diese Art von Bomben als seine bevorzugte Waffe benutzt. Ein bisschen feige, wenn du mich fragst. Wenn du nicht den Mut hast, jemanden in die Augen zu schauen, während du seine Zähne zerschlägst, solltest du meiner Meinung nach gar nicht kämpfen. Unsympath, ey. Außerdem würden diese mickrigen Dinger einen unbeugsamen Titanen wie mich kaum kratzen. Aha, du versuchst, den heimtückischen Logan aufzuspüren. Was? Gute Idee, Spaghetti. Wenn du herausfindest, wo er ist, sagst du mir das nicht. Warum sagst du es mir nicht zuerst? Überspring die Ziviltruppe, überspring den Papierkram. Du weißt schon, damit Logan wirklich Gerechtigkeit widerfährt. Das heißt, du würdest ihn tatsächlich einfach nur zusammenschlagen? Unsympath. Ich dachte, wir machen schon Dinge außerhalb des Rechts. Das ist nicht so weit von dem entfernt, was du jetzt machst. Na gut. Was weiß ich denn schon? Lass mich nachdenken. In der Nacht, in der Logan unseren Tempel angegriffen hat, war ich zu Hause und habe Gewichte gepumpt. Ja, ich glaube, ich habe versucht, 100 Kilogramm mit einem Finger zu stemmen, aber mein verflixter Musculus interoceus palmaris hat versagt. Als ich die Explosion hörte, rannte ich aus dem Zimmer und sah, dass Burgess bewusstlos war. Das ist etwas, das ich immer wieder sehe. Aber was meine Aufmerksamkeit wirklich erregte, war der explodierte Tempel. Ich konnte einen Blick auf Logan erhaschen, der mit jemandem weggeritten ist, aber sie waren zu weit weg, als dass ich sie hätte verfolgen können. Vielleicht ist es wirklich an der Zeit, dass ich mir ein treues rauszulege. Ah, oh, nee, ich werde einfach weiter trainieren, um schneller zu laufen. Naja, ich hoffe, es hat dir Spaß, genauso viel Spaß gemacht, meine Geschichte zuzuhören wie mir. Sie zu erzählen. Spaghetti-Arm, du bist ein guter Zuhörer. Ich sollte dir noch öfter Geschichten erzählen. Hey, Spaghetti-Arm. Ja. Keine weiteren Fragen? Ich stimme dir zu. Es ist sehr gut möglich, dass es hier etwas gibt, das bei Logans Festnahme helfen könnte. Sag mir Bescheid, wenn du etwas herausfindest. Ich werde euch gerade nichts sagen, ey, Leute. Ich werde euch nichts sagen. Nicht euch. Nee, ist mir... Nee. Einfach nee. Das Lieblingswort von meinem Kind im Moment. Nee. Sehr nice. So, Pony. So richtig weitergekommen sind wir jetzt eigentlich nicht, ne? Also, reden wir jetzt dann mal mit Jasmin. Oh, guck mal. Die habe ich noch nicht gesehen. Kui. Und was kriege ich jetzt? Ein Freizeithemd. Wow. Hinsetzen. Wie soll ich mich denn da drauf... Okay. Ist halt ein bisschen verschneit, ne? So, jetzt gucken wir mal hier runter. Und dann schauen wir mal. Ich finde es tatsächlich ein bisschen komisch, dass das immer zwischen den Gebäuden passiert. So. Jasmin, dann schauen wir mal zu dir. Du, glaube ich, wirst mir... Also ich habe tatsächlich Hoffnungen, dass sie mich, was meine Fragen angeht, tatsächlich am weitesten bringt. Das ist so meine große Hoffnung. 7%. Egal. Die Stahlstangen brauchen wir im Moment sehr. Wir werden sehen, was uns das jetzt, ne, so zeigt. Oh je. So, und damit ich mich hier auch mal ein bisschen präsentiere, tue ich mal eben hier. Hey, Kira, geht es dir gut? Oh, das, ich hätte das nie zeichnen sollen, wenn ich gewusst hätte, was passieren würde, hätte ich es nie gemacht. Früher haben wir viele Abenteuer erlebt, dann hat sich Logan verändert. Meine Mutter und alle anderen waren ihm egal. Meine Mutter sagt, dass wir eine Schule in Sandrock wieder aufbauen sollten, wenn die Dinge besser werden. Aber wegen Logan wurde alles noch schlimmer. Jetzt bin ich das einzige Kind in der ganzen Stadt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Hey, are you
Und hast du Logan in der Nacht des Tempels gesehen? Er hat mir kurz vor dem Vorfall gesagt, dass alles in Ordnung sein würde. Er hat gelogen. Okay, das bringt mich tatsächlich so überhaupt nicht weiter, ne? Logan war mal mein Freund, aber jetzt hasse ich ihn. Boah, voll verbittert. Aber warum? Warum? Warum sind die Leute so... Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich weiß nicht. Das ist alles so seltsam. Und das macht es eigentlich richtig cool. Also das finde ich, gerade deswegen macht es eigentlich mega Spaß. So, gucken wir mal. Tja, das hat Jasmin mir so überhaupt gar nicht weitergebracht. Ja, meine größte Hoffnung einfach völlig zerstört. In Grund und Boden hat sich das alles aufgelöst. Was mache ich denn jetzt? Also, wir gehen jetzt auf alle Fälle... Oh, da ist ein Ausrufezeichen. Ich vermute mal, wir sollten hier reingehen. So, ich habe keine Ahnung, was kommt, aber ich finde das mit dem Hut so kacke, deswegen. Oh, jetzt. Du hast was getan? Ich habe getan, was ich tun musste. Was du getan hast, war impulsiv und du hast unseren Freund in Gefahr gebracht. Ich habe mir einen Plan ausgedacht. Na gut, wenn du es so ausdrückst, dann habe ich getan, was ich tun musste, um die Dinge in einem Zeitrahmen zu erledigen, der für mich zufriedenstellend war. Das ist im Grunde das Gleiche. Schau, hier sind sie jetzt. Hier sind sie jetzt. Alles ist gut gelaufen, nicht wahr, Kira? Ich war ein bisschen nervös, keiner schöpft Verdacht, aber sie schöpfen ja allen Verdacht, das ist ja das Schlimme. Du bist doch nicht in Schwierigkeiten geraten, oder? Egal, Elsie, du hast unseren Freund dazu gebracht, etwas zu tun, was nicht in seiner Komfortzone liegt. Ich denke, du schuldest Kira eine Entschuldigung. Oh, tut mir leid, Kira. Tut mir leid, dass du so ein Weichei bist. Wenn du Sicherheit bist, Kira, hat es wohl keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, was bereits passiert ist. Könnt ihr mir einfach versprechen, dass ihr in Zukunft vorsichtiger sein werdet? Habt ihr noch nie gehört, Ende gut, alles gut? Dem Mutigsten gehört die Welt. Dumm ist, wer Dummes tut. Ich dachte, ihr lernt gerne aus Büchern. Na gut, schön, wir versprechen es. Jetzt wurde es geklärt. Kira, spuck's aus. Was hast du herausgefunden? Ich verstehe. Wow, also, was bedeutet das alles? Ich habe keine Ahnung. Was? Schon. Du hast gesagt, mit allen zu reden würde uns helfen, den Fall zu lösen. Elsie, ich könnte jetzt wirklich ein bisschen weniger Detektivarbeit gebrauchen. Es tut mir leid, ich bin einfach nur wütend. Ja, ich denke, das Beste, was wir jetzt tun könnten, ist einfach zu warten, bis wir etwas anderes haben. Kira, vielen Dank für deine Arbeit. Deine Zusammenfassung dessen, was heute gelernt hast, war prägnant und aufschlussreich. Ja, du bist da rausgegangen und hast die Straßen unsicher gemacht, wie ein hartgesottenes böses Ei. Das bringt mich auf eine Idee. Morgen werde ich dir eine Überraschung bereiten. Nee, nichts davon. Eine echte Überraschung. Du solltest besser bereit sein. Ich bin weg. Achte darauf, dass deine Fenster heute Abend verschlossen sind. Wir haben jetzt nichts mehr zu tun. Am besten, wir machen einfach weiter. Bis dann, Kira. Das war's jetzt? Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Ich fühle mich ein bisschen im Regen gelassen. Wisst ihr, was ich meine? Ich stehe hier total, ja, wie im Regen. Gut, in unserem Fall eher wie in einem Sandsturm, aber ich stehe hier im Sandsturm und bin alleine gelassen. Ich kann doch nichts dafür, dass die Leute nicht so auskunftsreich sind und nicht so viel sprechen wollen und untersuchen. Das System, sie scheint aber nicht zu funktionieren. Sie sind wahrscheinlich nur zur Dekoration. Ein Regal voller Zutaten. Es gibt Soßen, Gemüse, Beilagen. Okay. Kann ich jetzt alles anfangen zu untersuchen? Nee, schade. Ich bin halt nicht so gut in Detektivarbeit. Ne? Ich meine, ich habe zwar so das ein oder andere Exit-Game gespielt, aber halt nicht alleine.
Und dementsprechend... Hi, Pony. Tja. Ich dachte jetzt, ey, geil, 80. Folge, ne? Cool, wir machen einfach hier ein bisschen zack, zack, ne? Und jetzt können wir das Problem lösen und... Ja, Pustekuchen. Ha, 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 pusten. Okay, na gut. Dann... Jo, auf in die Mine! Ruine! In die Ruinenmine! Wir brauchen nämlich, ja, Eisenerz. Dann gehe ich jetzt halt einfach ein bisschen farmen. Ich bin zutiefst enttäuscht. Oh. Das macht so keinen Spaß. Ich hatte jetzt wirklich so ein bisschen angenommen, dass wir eventuell die Möglichkeit haben, ein bisschen mehr rauszufinden, ne? Wir haben ja in der letzten Folge ja doch schon eine ganze Menge spekulieren können und das war eigentlich total cool. Aber das ist jetzt dann doch ja uns nicht so zufriedenstellend weitergebracht hat, wie ich mir das eigentlich erhofft habe. Naja. Natürlich haben wir 300 Golds dafür, dass wir farmen gehen dürfen. Kein Problem. Ja. Also, wir brauchen eigentlich kein Manganerz, ne? Eigentlich brauchen wir Eisenerz. Hier, das ist Eisenerz. So, Nickelerz. Ach, okay. Nickelerz, das ist ja cool. Finde ich ja noch richtig spannend. Graphit, Eisenerz. So. Aber geht es jetzt da wirklich weiter, oder was? Sind wir da jetzt schon so weit runter? Schwefelkies, okay. Ebene 7. Aber müssen wir nicht... Wo müssen wir jetzt lang? Schon da, ne? Weil da ist ja der Ausgang eigentlich, ne? Ja, doch, wir müssen... Genau, das war das mit dem... Wir fallen in das Loch. Und fallen nochmal. Und dann war das ja mit dem da drüben irgendwo, ne? Dann ist das ja so gewesen. Genau. So, wir tun mal hier. Was ist das? Das ist auch Manganerz. Wir brauchen das Rote, ne? Wir brauchen eigentlich... Hier drüben, das hier brauchen wir eigentlich, ne? Ich glaube, wir brauchen eigentlich das. Ich meine, wir nehmen das Manganerz schon mit, aber wirklich viel brauchen wir eigentlich davon nicht. Was wir im Moment wirklich eher brauchen, ist halt das ganze Eisenerz. Aber ich glaube, das ist hier kein Eisenerz, ne? Gucken wir mal da weiter. Genau, hier ist ja... Wo geht's hier rein? Ach, hier geht's gar nicht rein, oder was? Müssen wir nach oben? Nee, hä? Ich bin verwirrt. Ich hätte gedacht, dass wir hier irgendwie runter müssen. Oder waren wir jetzt vorhin doch beim Ausgang? Nee, ich hab's mir schon gedacht. Guck... Da ist auf alle Fälle was drinnen. Sehr schön. Immer wenn wir schon ein bisschen was mitnehmen, dann nehmen wir halt auch gleich ein paar Schätze mit, ne? Warum nicht? Kompakter Motor, okay. Eisenerz, genau. Das doch das Rote hier, ne? Ja, viel ist halt nicht da, ne? Wir haben noch ein bisschen was. Müssen wir bloß gucken, wo geht's runter. Das kann man ja leider nicht so gut erkennen. Okay, also hier glaube ich nicht. Oder? Ich glaube hier tatsächlich nicht.
Jetzt gucken wir mal, hier ist hier noch was Gelbes drinnen. Oh ja, 3 Stück Zucker. So. Hm, guck mal, hier eine ganze Menge haben wir hier gefunden. Zack, zack, zack. Oh, schön. Ein Foto. Automatisches Teleskop Stufe 3. Auch sehr schön. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen. Aber hier scheint es auch nicht weiter zu gehen. Müssen wir tatsächlich so ein bisschen in die Mitte, kann das sein? Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass wir runter müssen. Es ist halt bloß die Frage, wo ist der Ausgang? Viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr. Mitte oder hier an der Seite? Ah, hier. Hier ist es. So, und jetzt müssen wir bloß ein bisschen... Ich würde sagen, hier kommen wir runter, ne? Ah ja, okay, jetzt sind wir hier unten drunter. Hier sind auf alle Fälle noch ein paar Schätze drinnen. Das ist ja cool. Ich hoffe nur, dass es jetzt hier unten nicht auch dann nochmal irgendwo Strom gibt. So. Was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich auf alle Fälle dieses Level überspringe. Ich will nicht nochmal durchgehen, muss ich gestehen. Ne? Also ich werde jetzt dann ansonsten die Tabletten nehmen. Ist jetzt für mich, da ist der Ausgang. Okay, wir gucken nochmal, ob hier irgendwo noch was Gelbes drinnen ist. Okay, hier ist nichts Gelbes mehr drinnen. Das heißt, wir können es jetzt hier runtergraben. Dann geht es hier nämlich weiter, genau. So. Jetzt habe ich keine Energie mehr. Jetzt habe ich mich voll erschreckt. So. Okay, also hier geht es tatsächlich... Oh Gott, hier so viel weiter geht es hier noch? Echt jetzt? Boah, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so weitläufig ist, das Level. Hier sind auf alle Fälle nochmal... Ja, dann nehme ich, glaube ich, noch mal ein bisschen was. Wir haben ja noch ein paar. Ist ja nicht so schlimm. Ach, guck mal, wir können hier einmal essen. Ein Mikrochip. Auch nett. Da unten geht es weiter. Okay. Da unten geht es weiter. Das könnte dann tatsächlich der Ausgang sein, ne? Oder geht es dann noch weiter runter? Ui. Nee, hier können wir reinfallen. Okay. Das finde ich ja schon toll gemacht, ne? Also wirklich so, dass du einfach verschiedene Ebenen hast und jedes Mal hast du einen anderen Ausgang. Das finde ich schon toll gemacht, muss ich schon sagen. Haben sie sich viel Mühe gegeben und sich was dabei gedacht. Das gefällt mir tatsächlich. So. Zack. Okay. Ach Mensch, Leute. Echt krass. So, sehr nice, sehr schön. Ich habe keine Energie mehr. Ich will jetzt auch eigentlich nichts mehr weiter benutzen. Es ist jetzt auch schon wieder 22:30. Ich wollte bloß mal schnell reinschauen. Oh ja, hier gibt es noch eine ganze Menge. Sehr gut, sehr gut. Verlassen Sie die Ruine, ja bitte. Jetzt haben wir heute gar nicht an die Tafel geguckt, ne? Aber gut, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich meine,
Geld spielt tatsächlich für mich immer nicht ganz so die große Rolle. Klar, natürlich, wenn wir jetzt anfangen wollen, irgendwann so das Grundstück dann doch mal ein bisschen herzurichten. Aber, na, ich weiß nicht, das ist tatsächlich... Hier in dem Spiel ist es mir tatsächlich mal fast so ein bisschen wurscht, ne? Da tue ich mich ein bisschen schwer, ne? Das alles so ein bisschen geordneter zu machen. Aber das kommt bestimmt noch. Da bin ich mir sicher. So, gut. Dann, ja... War das nicht so die erfüllendste 80. Folge, die ich mir erträumt habe, aber ich bin trotzdem zufrieden. Ja, wir haben ganz viel Eisenerz jetzt gesammelt, Manganerz, also wirklich dafür gesorgt, dass wir jetzt Stahlstangen herstellen können, dass wir einfach den Wasserturm wieder aufbauen, weil das müssen wir tatsächlich tun. Sonst kommen wir nicht weiter, ne? Ich fülle jetzt hier noch eben auf, ne? Das sollten wir schon machen. Da ist ja doch so einiges im Argen. Hier fehlt noch ein bisschen was. So, hier brauchen wir noch die letzten Eisenplatten, wobei auch hier fehlt trotzdem noch ein bisschen was. So. Gummischrott, meine Holzreste packen wir gleich alles damit rein, dann ist das nämlich erledigt, ne? So, hier haben wir noch eine ganze Menge Sand, der muss alle überall weg. So, und dann können wir nämlich hier, den können wir auch auffüllen. Und dann machen wir hier Stahlstangen. Wir haben, naja, doch gar nicht so viel Eisenerz gesammelt, ne? Also hier Manganstahl, super geil. Ja, also hier Manganerz haben wir wahnsinnig viel. Aber Eisenerz leider nicht. Ja, das war's schon wieder. Krass, das hätte ich nicht erwartet, dass das doch eigentlich so wenig ist, ne? Aber gut. So, jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen was weg. Und dann gucken wir mal. Eisenriegel, sehr schön. Stahlstangen. So, dann machen wir hier auf alle Fälle dann noch nochmal Glas ordentlich. Ne? Dass wir da auch nochmal ein bisschen was haben. So. Eisenplatte, können wir nochmal eine machen? Ja, können wir. Okay. Gut, dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ihr lasst es euch jetzt gut gehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao, ciao.